Alter, wie sie Krach hier drin macht. Ich muss jetzt da hinten irgendwo hin. Gibt's hier Batterien? Hallo? Das Feuermonster heißt Wasser. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh Gott. Ach du Scheiße. Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Winteraufführung, Emily. Was? Oh mein Gott. Alter, sie wird ja richtig übelst gequält. What the fuck? Bitte, lass mich allein. Ja, mit der Kuda sein. Oh Mann, ey. Von der anderen Seite verschlossen. Wer macht denn sowas? Bitte, lass mich allein. Alter, was? Das Monster, was uns vorhin verfolgt hat, hält sie jetzt fest und zeigt dir irgendwelche Scheißfilme mit Mobbing? Emily ist direkt hinter dieser Tür. Sally ist da, Emily ist dahinter. Und sie ist dann weg. Alter. Boah, wie assi. Sieht nützlich aus. Dieses Monster zeigt dir das einfach alles. Oh, wie fies. Diese Puppe hält irgendwas. Schlüssel. Schlüssel, gib mir den Schlüssel. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, wir müssen irgendwie reinkommen. Schau mal. Ich muss erst mal schauen, wie ich da hinkomme. Oh, hi. Ach du heilige Scheiße. Ist schon okay. Geh jetzt. Ich glaube, mehr Steine habe ich gar nicht. Noch ein seltsames Buch. Obdachlos, ja, wow, toll. Schöne Geschichte jetzt. Das Feuer, die Mine, diese Stimme aus den Lautsprechern. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will, das ist einfach zu viel für mich. Es gab eine unheimliche Katastrophenmeldung von einem Erdrutsch und einer anstehenden Evakuierung. Als die Männer von Tom eintrafen, habe ich sie angefleht, Jacob zu suchen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ihn nicht gefunden habe, aber sie haben mich einfach weggeschleift. Wenige Minuten später wurde die Stadt unter Tonnen von Stein, Feuer und Asche begraben. Oh mein Gott. Sie haben mir nicht einmal zugehört. Ich muss da wieder hoch. Ich muss ihn suchen, aber sie lassen mich nicht. Ich bin hier mit dem Rest der Stadtbewohner eingesperrt. In dieser schrecklichen Notunterkunft. Voller Schlafkojen. Das ergibt keinen Sinn. Ich hatte mein Leben. Wie konnte es so weit kommen?
Die Leute umringen die Leute von Tom. Sie reden davon, die ganze Stadt wieder neu aufzubauen und uns neue Häuser zu verschaffen. Manche feiern sogar. Sie feiern. Ich kann mir das nicht anhören. Mir wird schlecht davon. Ich muss hier raus. Ich muss zurück, zurück nach Bethelwood. Dort bin ich zu Hause, bei Jacob, unter den Steinen. Ich habe ein Ticket für die Seilbahn. Das habe ich gekaut, weil ich vorhatte, Jacob heute oben in der Mine zu besuchen. Was mache ich jetzt damit? Jetzt komme ich damit nirgendwo hin. Am anderen Ende der Seilbahn ist nichts mehr. Nur die verschütteten Überreste meines Lebens. Unseres Lebens. Ja. Anderen Seite verschlossen. Emily ist direkt hinter dieser Tür. Diese Puppe hält irgendwas. Wo ist denn dieses komische Glubber-Scheißvieh? Chloe. Was macht das genau? Ah, das macht hier den Strom. Damit ich mir dann... ich verstehe. Drugs? Was? Oh. Spieldrugs, ja. Nichts da. Oh, ich muss aufpassen. Hier ist wahrscheinlich wieder so ein Auge irgendwo drin. Oder auch nicht. Das ist verrückt. Bin ich noch in der Schule? Warum zur Hölle ist... Das ist eine echte Mine. Warum bin ich in der Mine? What the hell? Aber wie das hier alles so zusammengebaut ist, schon sehr krass. Sehr, sehr kreativ auch. Warum nicht? Ist bestimmt tief. Was? Was ist denn das? Okay. Oh mein Gott, das verfolgt mich noch.
Was? Meine Fresse. Ist es jetzt hier auch drin? Alter, wenn mich die ganze Zeit jetzt dieses Kinderlachen verfolgt, ne? Das macht mich wahnsinnig. Oh mein Gott, ist ja richtig ätzend. Ja. Das verfolgt mich. Ich mag's, ich find's das ganz, ganz schrecklich gerade. Ich will nur spielen, ja. Gut. Ich finde dir gar nichts gut. Ach du Scheiße. Darunter, okay. Was ist mein Kruzifix? Weiß nicht, ich brauche das auch. Der Schlüssel, endlich. Halt durch, Emily. Ich komme. Emily. Uwu, 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 Uwu. Ja, doch. Emily, ich bin da. Es soll aufhören. War Emily, Sally auch nicht so gut zu ihr? Ich bin mir nicht sicher. Aber sie sucht die ganze Zeit nach ihr. Ich habe keine Ahnung. Hilft sehr, ein Monster anzubrüllen.
Oh Mann, sie wird die ganze Zeit nur gemobbt, ey. Ach du heilige Scheiße, was zum... Nein! Nicht schon wieder! Gib mir schon Mühe. Oh, du wickst sie nicht. Ich komme, Emily! Hallo, Big Cat. Unsere Geheimnisse gehören uns, ja. Verdient. Scheiße. Jetzt haut die wieder ab. Da abgehauen. Das wird nützlich sein. Wenn sie selbst zu uns abhaut, ich habe keine Ahnung, das scheint ja was dann auch nicht zu stimmen. Okay. Okay. Das war schräg. Wenn die mich erwischt hätten. Nein, Sally, denk nicht mal daran. Du musst hier raus. Tja. Neue Gegner, cool. Freue ich mich ja. Da hab ich ja richtig Bock drauf. Hallo Eisenohr. Jetzt komme ich da nicht rüber. Ah, super.
das Bild sozusagen verpasst. Scheiße. Das sieht hier total anders aus. Diese Statue habe ich noch nie gesehen. Das gefällt mir ganz und gar nicht mit den ganzen Scheiß. Ausgang. Er ist versperrt von was? Von der anderen Seite verschlossen. Na klar. Was hatte ich erwartet? Natürlich ist es versperrt. Umriss eines Vogels. Stopf dich rein, du bist auch so ein Vogel. Solange die Puppen sich noch bewegen, sich noch nicht bewegen, ist alles gut. Aha. Verschlossen. Dankeschön, Big Cat. Sehr lieb von dir, gebe ich zurück. Anderen Seite verschlossen. Verschlossen, verschlossen. Kaputt. Mit einer Kette verschlossen. Ja, ich glaube, das Spiel geht noch ein bisschen. Oh mein Gott. Der Fire Dude scheint aber auch noch da zu sein. Ja, doch nicht das Bild verpasst, sehr gut. Ein trauriger Tag. Eine Zeichnung sieht wie... das war jetzt so schnell weg. Sieht wie eine Erinnerung von Emily aus. Ah. Okay. Traurige Erinnerung. Super. Niri ist... Ja, Niri ist wahrscheinlich hier noch am rumlaufen. Ist ja nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Na klar, warum halt auch nicht? Ist ja schön. You will be happy when you're gone. Oh, schön. Das ist, wunderschön. Das Kunst oder kann das weg? Von der anderen Seite verschlossen.
erschlossen. Ja. Von der anderen Seite verschlossen. Alles verschlossen, verschlossen, verschlossen. Verschlossen. Ja, dann gehe ich mal hier rein. Ja, auch egal. Oh mein Gott. schön. Das sind Träumchen. So viele Puppen. Eins der Ventile fehlt. Na klar, fehlt ein Ventil. Puppentheater. Schrecklich gruselig. Ich werde sie nicht aufsetzen, aber vielleicht kann man sie für irgendwas gebrauchen. Mhm. Sie ist mit einer Kette verschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Hab's zuerst gesehen. Ein Schatz. Gut. Schlüssel. Oh Gott. Die Maske sah aus wie Ninja Turtle. Puppet. Alone. Bubu. Ja, das sind richtig schöne Bilder, wo man dann auf jeden Fall gut einschlafen kann. Niri tötet schon wieder Kinder. Das ist unfassbar. Wie komme ich jetzt da ran?
Vielleicht, wenn ich da was raufwerfe. Was? Lass mich helfen. Annie liebt dich. Alle. Ich versteck mich, aber ich habe Angst an die Schnauze. Sie ist mit einer Kette verschlossen. Bist du da? Nein. Jetzt wird der Albtraum aber wahr hier. Alter, das macht mich gerade richtig paranoid. Zum Glück haben sie nur schulterlanges schwarzes Haar und kein langes schwarzes Haar. Halt doch die Klappe! Wir sind ja auch nur kleine Puppen. Wenn die größere Puppen sind, dann haben sie auch lange Haare. Nein, jetzt habe ich einen Knopf gedrückt, wenn ich wollte. Oh, ist das ein Albtraum jetzt gerade? Jetzt sind wir im Fahrstuhl. Das erinnert mich jetzt an R4 mit Alma. Oh Gott, was? Ja. Ja, wow. Können wir bitte fahren? Danke. So sieht der Kunstbereich aber sonst nicht aus. Sieht wie ein Museum aus. Aber warum? Weiß nicht, aber der Fahrstuhl fährt weg. Was? Komm her? Nee, ich komm nicht zu dir. Kann man denen irgendwas antun? Die Statue ist in Ketten. Ja, ich vertraue dir ganz bestimmt. Ist klar. Hey, dieser Vogel. Nee.
Oh, scheiße. Bist du da? Nein. Lass mich helfen. Ja, na klar, lass ich dir helfen. Hast mir gar nichts. Was? Danke. Ich geh erstmal hier lang. Ja, du kannst mir mal sonst wo runterrutschen. Du kannst mir vertrauen. Alter. Ja, die Bilder werden auf jeden Fall immer schöner. Ich kann die Kamera nicht umschwenken, das ist kein gutes Zeichen. Ist leer. Ist doch nicht leer. Hier hat alles vollgeweißt, geklebt, Wir haben Feuerlöscher. Alter, das ist wirklich Clanless, die mit Feuerlöchern spielt. Oh nein, ach du Scheiße. Das ist wirklich meine Vergangenheit hier. Aber guck mal, ich lösche Feuer, ja. Ich leg die nicht, ich lösche die. Kann ich hier auch einfrieren? Yeah. Und dann? Dann ist sie aber nur eingefroren, ne? Hey, dieser Vogel. Es geht wieder kaputt. Ich bin bei Netto. Willst du auch was? Ich hab dich lieb. Ja. Aber ich hab dich nicht lieb. Warum redest du jetzt in mein linkes Ohr, obwohl du rechts von mir läufst? Sie wohl aufrecht. Muss ich wieder nach unten, oder? Ich habe da so gar keinen Bock drauf, nach unten zu gehen. Wir gehen hier lang.
Scheiße, ey. Ach du Kacke. Wenn ich das Zahnrad aufhebe, verliere ich meine Finger. Oh, das ist ja richtig creepy. Hänge ich jetzt hier fest oder was? Gut. Naja, ich habe heute schon Seltsameres gesehen. Konzentriert gerade, deswegen wird das jetzt voll gewastet sein, die Punkte. Ist ja nicht mein Problem. Zahnrad fehlt. So funktioniert das nicht. Ach so, da fehlt ein Zahnrad. Ja. Ich muss das einfrieren oder keine Ahnung. So, geht doch. Das sah wirklich aus wie Patrick Star, ja? Uwe? Hier, das hier, ne? Sieht halt wirklich aus wie Patrick. Seine Anatomie. Super. So, wenn ich das jetzt aktiviere... bewegt sich nicht mehr, das finde ich kacke. Warte, voll, voll, uwu, uwu. Das haben wir nur Syndrom, okay. Ja, das hat irgendwas bewirkt. Nur ja. Dann fällt das ganze Ding um. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich will wirklich, dass es in 1000 Teile zerbricht. Da ist wieder Liz Zerstörungswut, natürlich. Kennt man ja nicht anders. Jetzt muss ich da unten.
Das erinnert mich gerade wirklich an Alma. Beim Fahrstuhl, ich krieg gerade voll die Psycho-Flashbacks. Oh mein Gott! Ist das scheiße! Halt die Fresse jetzt, sonst amputiere ich dir alles. Ach, das ist eine Scheiße. Ich hab dich auch ganz doll lieb, wenn ich dich zerstücke. Deine Drecksau, du.